unbedingt die andere Lampe über nächste Woche da hinbasteln. Wir müssen ein bisschen umräumen. Dieser Grünstich nervt. Der nervt. Okay. Okay. Genau, wir haben das hier weggeschoben und gespeichert. Wir müssen hier rein. Oh, ich hasse es in diesem Spiel, in irgendwelche engen, dunklen Dinger zu krabbeln. Ich will das nicht. Hier kannst du nicht mehr schießen. Vor allem kann man hier so blöd gucken. Hier kannst du nicht schießen. Ich hab Angst, dass... Schön hier. Das mögen wir total. Oh ja, das ist toll. Aber wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also müssen wir schnell aus dem engen, dunklen Loch hier raus. Lölölö. Wir mögen das nicht. Zu lange hier drinnen zu bleiben. Ach, F dich. Ist es. Hallo? Was ist das? Ach, Mann! Mumie, bist du's? Das sieht aus wie so eine eingepackte Leiche. Gib mir das Stuff. Das Stuff is amazing. Was kriege ich denn hier schon wieder für lauter Zeugs? Das hier für meine Nagelpistole? Ne, warte mal, das ist doch schon wieder was anderes, oder? Was ist denn das für ein Ding schon wieder, was ich in der Hand habe? Ich komme noch nicht mit den Waffen noch nicht so ganz klar. Warte mal. Ne, das untere war das Harpun-Ding. Hallo? Ah. Was war das nochmal? Energiekanone. Du gelehrt hast, um eine weitere Energie... Okay. Ja. Wir nehmen das mal. Oh Mann, warum ist das so dunkel hier? Vater unser im Himmel, geheiligt werde deine Name. Lu? Ich möchte hier nicht rein. Ich will das nicht. Das ist viel zu dunkel. Die glitzert. Gib mir das. Ich bin so aggressiv. Wer ist denn hier aggressiv? Jetzt geht das immer raus. Toll, was ist das jetzt, was dahinter gefallen ist? Ja, toll. Habe ich ja super gemacht. Vielleicht war das jetzt der übelste Übelstuff. Der übelsten Stuff. Vielleicht war das wahrscheinlich Medipack, was ich nämlich nicht mehr habe. Und na toll, das war der Deckel. Ich will nicht den Deckel. Wo ist das hingeflogen? Oh Mann! Toll! Das war jetzt bestimmt voll was Besonderes. Die hat ja voll den Scheiß. Was ist das denn? Nee. Lösch dich. Assis. Was sind das denn für Viecher? Die können spritzen mit irgendwas. Was war das? Haben die Raketen aus ihren Dingern geschossen? Wow! Boah! Wir haben hier voll die geile Kniste. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh, tschüss! Gar nicht mal so schlapp. Nicht in Löcher gucken. Da wollen wir nicht hingucken. Ich brauche deinen Stachel. Hab gehört, da kann ich gut mit rumschießen.
kommt natürlich wieder keiner, ne? Ja toll, jedes Mal, wenn ich so einen blöden Stachel habe, kommt keiner mehr. Das ergibt doch gar keinen Sinn, ey. Toll. Zucker. Sieht ja eigentlich voll geil aus, ne? Wir müssen uns diese krassen Bumsdinger. Er freut sich. Für so riesige Aufheben! Wollte ich gerade sagen! Ey, was ist das denn? Alter! Ich muss auf. Oh Gott! Oh Gott! Ich treff das nicht! Es geht nicht! Jetzt! Och nee! Ich will das nicht! Aua! Oh Gott! Oh Gott! Oh Mama! Oh, hier liegen ja. Okay, ich bin bereit für die dickes Tier. Wo ist es? Hä? Kommt das jetzt nicht nochmal? Mir geht's auch gut, danke schön. Oh, Mann!
sämtlichen Leichenteilen jetzt geschmissen, nur nicht mit dem blöden Stachel. Gib mir den Stachel. Nein, dich will ich gar nicht. Na, oh, hau ab! Warum kann ich den Stachel nicht nehmen? Ich brauch den. Toll. Den habe ich schon ausgelutscht anscheinend. Mit Arm und Bein kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ach Mist. Nehme ich halt den Stachel. Ich will nicht den ganzen Körper. Ich will nur den Stachel. Ich wusste, dass da noch was kommt. Boden. Haha. Ekelhaft. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Irgendwie hörte sich das an, als wenn sie irgendwas mit Herbert gesagt hat. Alles klar. Gut. Ich muss den Dreierstachel mitnehmen. Der ist cool. Meins. Brauch den. Mal kurz in die Ecke packen. Na, hopp. Mein Stachel. Nein, der ist schon wieder weg. Och, Manu. Toll. Dena, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Unglaublich. Alter, hier gibt's so viel Bumskrams. Das sind Credits, die kann ich aber auch nehmen. Und wollte ich gerade sagen. Boah, schöner Sternenhimmel. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der Rest nicht so scheiße wäre. Irgendwelchen labbrigen, schlapprigen, widerlichen, ekelhaftigen Viechern. Ach Mann, natürlich. Ich schleppe immer einen Stachel mit, ne? Kickscheiße. Sie sind Unitologin. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da?
Naja, deshalb brachten wir sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Geschießen.
Isaac. Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut, also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich, aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss, wo wollen Sie denn hin? Ja, gut. Eine Party, ey. Ja, Knoten, die können wir gebrauchen. Ja, verschlossen. War klar. Ist denn das so dunkel hier? Mach mal das Licht an. Los, nicht wieder aufstehen. Das wieder da blöd, so blöd hingeschleudert, ne? Ah. Oh, leise, Chantal! Was ist mit deinem Internet schon wieder? Lutscht da irgendjemand an der Leitung rum? Wie kommen wir nicht weiter übrigens, falls jemand fragt. Ja, ich habe aber nicht so lange Ich habe schon ein bisschen auf dem Server gespielt, aber nicht so lange, dann bin ich krank geworden. Kinderzimmer. Wir haben keine Kinderzimmer. Unglaublich. Ich mag es, dass sie wieder aufstehen. Göttliche Auferstehung erwartet den Gläubigen. Jenseits des Fleisches und durch den Ordnung freigebracht. Ist ja schon mal ein bisschen lieber. Ignorier das Schreien jetzt einfach. Wir ignorieren das. Und wir müssen alles tot nochmal töten, damit die nicht von diesen komischen Fliegerrochen wieder angelutscht werden. Dann haben wir nämlich weniger Probleme. No? So. Heute gibt es Spaghetti mit Tomatensauce. Aufstehen! Halt die Klappe. Ah, sei ruhig! Das ist nicht gut! Das zieht an! Manchmal schrecke ich mich voll, wenn der selber redet, ob du eigentlich nur doof bist, ey! Aber wie viele Kerzen sind das, der arme Irre, der die alle aufstellen musste. Nach dem Sitzung hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass sie sich nicht erinnern. Denn wenn sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Sieh dich nur an, wie groß du geworden bist.
ohne Grin hin. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Nächste Woche will ich versuchen, mal den ersten Kochstream zu machen. Wenn ich das ohne mich hinkriege mit der Camlink und alles. Weil ansonsten könnt ihr das nämlich gar nicht richtig sehen, wenn ich das nur mit dem Laptop mache. Ohne die andere Kamera. Das wäre doof. Tightman. Alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück. Oh, bevor es nämlich wieder angeschlappert wird, erstmal. Erstmal alles ranziehen und töten. Obwohl es ja schon gut ist. Halt Vorteilstruppen. Zerhackfleisch, hackeltes, gehackstückeltes. So. Speichern. Ja.